Bernd Schönecker, Sprecher für Landesverteidigung von der ÖVP. Danke. Frau Präsidentin, sehr geehrter Minister, meine sehr geehrten Damen und Herren, Peter Pilz, ein Phänomen seit 1986 im Haus, mit kleinen Unterbrechungen. Türkei-Antrag selbstverständlich von allen mitgetragen. Vorher natürlich dieser Teil deiner Rede wenig zur Sache, aber du erfindest dich hier wieder neu und du hast da schon Ministerlisten verteilen, die es nicht gibt. Also insofern wirklich phänomenal und Respekt für diese Leistung auch. Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, für mich ist es eine besondere Freude, heute hier zu stehen, als Sprecher für Landesverteidigung der Österreichischen Volkspartei, weil uns gemeinsam etwas gelungen ist, was wir vor einem Jahr noch nicht wirklich so für möglich gehalten hätten. Wir haben den Turnaround geschafft im Landesverteidigungsbudget. Wir haben ausgehend von diesem Haus, möchte ich noch einmal mich bei allen Kollegen bedanken, die damals mitgemacht haben im November, ausgehend von meinem gemeinsamen, Otto Bendl hat es gesagt, historischen Entschließungsantrag, haben wir es geschafft, dass wir den Turnaround geschafft haben und dass wir wieder endlich mehr Mittel in die Landesverteidigung bringen. Und ich glaube, das ist deswegen ein guter Tag, weil wir auch im Umgang mit der Landesverteidigung, mit dem österreichischen Bundesheer hier etwas verändert haben. In den letzten Jahren haben wir immer wieder das Gefühl gehabt, wir sind der Meinung, dass wir dem Bundesheer mitteilen, so viel Geld gibt's und dafür müsst ihr heute die Leistung erbringen. In Wirklichkeit ist es umgekehrt. Die Leistung, die das Bundesheer zu erbringen hat, ist festgeschrieben. Der Bundesverfassung, Wehrgesetz, Lissabon-Verträgen, viele andere Bestimmungen. Und um diese Leistungen zu erbringen, müssen wir auch gemeinsam, Verteidigungsminister, Finanzminister, auch die Geldmittel sicherstellen. Und diesen Turnaround, sag's noch einmal, haben wir geschafft. Und das ist gut so und das ist wirklich erfreulich. Wir haben es geschafft. Ich gehe ganz kurz auf Zahlen ein. Ich glaube, das ist auch wichtig. Im Bundesvoranschlag 2017 70 Millionen für Investitionen, 15 Millionen für den Betrieb, 65 Millionen zusätzlich für den Personalbereich aufzustellen. Das sind ganz konkrete Zahlen, ganz konkrete Maßnahmen. Und viele haben schon gesagt in diesem Bereich, es ist auch wichtig und entscheidend der Personalbereich. Auch hier hat das Parlament ein klares Zeichen gesetzt. Wir haben die Gehalts- und Einkommenssituation für Unteroffiziere und Chargen deutlich verbessert und damit auch den Weg freigemacht, dass das Bundesheer als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich ausdrücklich beim Verteidigungsminister, beim Finanzminister, auch beim Spiegelminister, Innenminister für die vertrauensvolle, gute Zusammenarbeit. Ich habe in diesem guten Jahr, wo wir zusammenarbeiten, mich immer wieder auch an die so gut funktionierende steirische Reformpartnerschaft erinnert gefühlt. So muss Politik und so funktioniert Regierungspolitik und dafür bedanke ich mich einfach und ich glaube, die Menschen sehen es auch. Das ist ein Bereich dieser Regierungspolitik, der wirklich hervorragend funktioniert und das sind wir auch den Österreicherinnen und Österreichern schuldig. Herr Minister, bleiben Sie auch stark weiterhin. Sie können sich der Unterstützung des Parlaments auch sicher sein. Und lang lebe das österreichische Bundesheer, lang lebe die Republik Österreich. Danke. So, Bernd Schönecker, Sprecher für Landesverteidigung bei der ÖVP.